So, liebe Aufrufer, Montag, 3. Juni, eine Echtzeit-Lichtgeschwindigkeit hier mobil an der Südbrücke in Köln mit Blick nach Süden. Es ist total windig hier. Ich habe hier eine Stelle gefunden jetzt, man kann das hier sehen. Dann bin ich schon fast beim Gegenlicht. 3 Kilometer nach Rodenkirchen. Da vorne fängt schon das Wasser an der Uferstraße an, man kann also nicht gehen. Gut, hier habe ich eine kleine Stelle mit Windschutz gefunden und möchte ganz kurz mich meinem Tagesthema hier zuwenden, nämlich, ich habe es überschrieben, türkischer Herbst oder türkischer Sommer, jedenfalls nicht arabischer Frühling. Was wir in der Türkei erleben, die Demonstrationen sind ein wichtiges Thema in Bezug auf ja, Zivilisationsentwicklung, Zeitgeschichte. Und ich will mal kurz zeigen, hier heißt es Revolte gegen Erdogan, Kritik an Polizeieinsatz. Das ist wirklich lachhaft, wenn man dann hier ganz groß sieht, Proteste gestoppt, da geht es um die EZB, Blockupy. Demonstration, 10.000 Leute, 1.000 Teilnehmer der Demonstration in Frankfurt eingekesselt, 10 Stunden lang. Ja, das ist ja wirklich der Hammer. Und die Neue Zürcher Zeitung von heute hat hier umfangreiche Darstellung der Problematik, aber keine neuen Sachen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier hat allerdings von einem Michael Martens einen Kommentar, der bedeutend ist. Da komme ich mal gleich drauf. Aber ich wollte also so viel sagen hier zum Thema türkischer Herbst. Die Entwicklungen in der Türkei sind wirklich sehr, sehr beachtlich. Und zwar, ich habe in den letzten Tagen auch immer wieder in den deutschen Zeitungen gelesen, da war die Rede von den Türken, Deutschland als türkischer Gemeinde. Türkische Gemeinde ist natürlich ein Riesenunsinn. Es sind nicht alle Türken in der DİTİB, es sind nicht alle Türken Kommunisten, es sind nicht alle Türken Islamisten, es sind nicht alle Türken Fußballfans. Die Türken sind völlig normale Menschen, die wollen in Frieden leben. Und die Idee, dass die also von irgendwelchen Verbänden verkörpert werden, ist völliger Blödsinn. Die Situation aber in der Türkei ist nun so, dass wir mit den Wahlen im letzten Jahr für die AKP von Erdogan eine absolute Regierungsmehrheit bekommen haben und Erdogan, der ganz klare Ziele und Werte ausgesprochen hat, wofür er sich einsetzt, ist gewählt worden und glaubt nun, er kann das auch verwirklichen. Und das hat schon die Tendenz auf Koran, auf Gottesstaat, auf tja, Scharia will ich nicht sagen, aber also eine islamistische Tendenz. Davon fühlen sich aber viele, viele Türken überhaupt nicht angesprochen. Nun haben wir also in Istanbul die Demonstration, da geht es im Grunde genommen um ein modernes Baurecht. Die wollten dort Bäume weghacken und was Modernes bauen und das war nun der Anlass, weshalb es zu Demonstrationen gekommen ist, dass nun in der gesamten Türkei Zehntausende von Leuten demonstrieren. Das geht da nicht um die paar Bäume in Istanbul, sondern das geht tatsächlich darum, dass man in der Türkei kein osmanisches Reich hat, man hat auch nicht Kemalismus, aber man hat auch nicht Islamismus. Und das muss man näher einkreisen in dem Sinne, dass jetzt keiner dort führt. Also kein Führer kann sagen, Leute, alle zur Demonstration oder alle beten oder so, sondern das ist durchaus aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit in der Türkei diese Geschichte sehr, sehr beachtlich und es ist aus meiner Sicht auch wirklich gefährlich. Also was jetzt in Syrien los ist und was dort an islamorientierten Spannungen zwischen Hisbollah, Schiiten und Salafisten, Sunniten, letztlich auch das Militär in der Türkei, die Generäle, die von Erdogan ziemlich zurückgedrängt worden sind, also Ordnungskräfte der alten Art. Alles das ist in der Schwebe und steht jetzt sozusagen zur Debatte. Es gibt kein Land, soweit ich weiß, weder in Russland bei Putin noch im Teheran, wo so viele Journalisten im Gefängnis sitzen wie in der Türkei unter Erdogan. Das muss man wissen. Also wenn wir immer reden von Europäischer Union, jetzt immer unentschieden lassen, wie toll Europäische Union ist, dann ist jedenfalls so, dass die heutige Türkei ungeachtet der Wirtschaftskraft und der Dynamik in einer ziemlich schweren Zerreißprobe ist und ich hoffe nur, dass hier jetzt nicht nur geredet wird, also nach dem Motto, Erdogan hat gesagt, ja, wir haben Fehler gemacht mit der Polizei, aber er zieht durch, dass daraus nicht schwere Eskalationen werden. So viel hier für mich zum Thema türkischer Herbst, nämlich, das ist kein arabischer Frühling, die Türkei ist ein
eher modernes Land mit sehr rückständigen Regionen und will also am modernen Entwicklungsgeschehen, an der modernen Kommunikationsgesellschaft teilnehmen. Und das ist eine große, große Spannung, das ist eine große Aufgabe. Und was jetzt die deutsche Regierung gesagt hat, Außenminister Westerwelle oder Frau Merkel oder sowas mäßigend, das finde ich zumindest angemessen und richtig. Und hier bedanke ich mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Am Hochwasser Rhein bei extremem Wind, hier im Windschatten der Baumaschine. Die beiden Bauarbeiter haben sich das hier gefallen lassen, da bin ich sehr dankbar. Also schönen Dank, Wiedersehen.